Ich meine, wenn die bloß noch befüllt ist, ist sie befüllt und dann läuft die irgendwann, kann auch der Schließmuskel aus dem Heben und dann läuft das aus. Also es gibt doch nicht viel Spielraum eigentlich, den du hast. Und wenn du bloß eine Entzündung hast und das sowieso ständig neues Urin produziert, dann ja, dann viel Spaß. Abgesehen von dem, dass du dir einen Schluch in die Penis schieben musst, hast du noch die Komplikation, dass mit dem Schluch immer Bakterien mitkommen können. Und du immer wieder kannst eine Blasenentzündung bekommen, was bei mir am Anfang mega oft der Fall war. Und dann kommen wir wieder zurück zum Problem WC finden, wenn du unterwegs bist und eine Blasenentzündung hast und dann noch keine WCs findest, dann wird es kompliziert. Die ersten 3 Jahre war das mein Grundproblem, mein Hauptproblem, immer und überall. WCs und Blasenentzündungen und Schmerzen beim Katheterisieren. Wo bis jetzt noch kein Mensch herausgefunden hat, wieso ich die habe. Also das ist, wie gesagt, das ist mein größtes Problem bis jetzt.